Hallo, schön, dass ich wieder in deinem Ohr bin und du ein paar Minuten Zeit mit mir verbringst beim Podcast Pflegeambulant, leichter beraten, verkaufen und führen. Hier ist wieder deine Gastgeberin Claudia Henrichs, Expertin mit Herz für wirkungsvolle Kommunikation. Und weiter geht es im Gespräch mit Katja Koch, Mitinhaberin des Unternehmens Kompass, Schulung und Beratung im Gesundheitswesen. PA 58 gehören Pflegekurse auch zur Beratung, Teil 2. Pflegeberatung gemäß Paragraph 45 SGB 11. Unsere Themen für dich im zweiten Teil. Erstens, wie die unterschiedlichen Kassen der Bundesländer mit den Qualitätsanforderungen umgehen. Zweitens, welche grundlegende Qualifikation braucht es für Gruppenschulungen und für Individualschulungen nach Paragraph 45 SGB 11? Drittens, reichen 16 oder 24 Stunden Qualifikation aus, um gut beraten zu können? Viertens, welche Themen beinhalten die Fortbildungen zum Pflegeberater gemäß Paragraph 45 SGB 11? Und fünftens, laut PSG 2 sollten zum 01.01.2018 Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach Paragraph 37.3 entwickelt werden. Wie sieht es denn damit aus? Und was wird kommen? Und jetzt los geht's mit dem zweiten Teil. Ist die Qualifikation Pflegeberater gemäß Paragraph 45 SGB 11 zwingend, um die Beratungen mit der Kasse abrechnen zu können? Genau, das ist das, was wir gerade schon ausgeführt haben. Um überhaupt vertraglich einsteigen zu können, sind das die Grundlagen, die vorgewiesen werden müssen. Also sprich Fachkraftnachweis, also Examensnachweis. Dazu gehört dann entsprechend die Weiterbildung, die nachgewiesen werden muss. Jetzt hat man ja gesagt, von mindestens 16 Stunden. So, dann gehört dazu, wenn man es hat, noch gegebenenfalls Zusatzqualifikationen, die dann nochmal vielleicht entscheidend sein können, welche Pflegekurse man anbietet. Ja, das ist eigentlich erstmal so dieses Grundgerüst. Ja, und dann. Ich frage deswegen, und du hast es ja gerade gesagt, wir haben 210 Kassen, weil die Kassen scheinen das unterschiedlich zu handhaben. Weil es gibt nämlich auch Pflegedienste, da gibt es keine Qualifikation gemäß Paragraph 45. Die rechnen das mit der Kasse ab, ohne Probleme. Genau. Daher wir haben das dann über die Frage. Ja, okay. Genau, da läuft das schon direkt wahrscheinlich über die Anerkennung des ambulanten Pflegedienstes, indem man dann halt ja voraussetzt, nach diesen Zulassungskriterien, dass man voraussetzt, dass zumindest die Pflegedienstleitung und die stellvertretende Pflegedienstleitung ja über ihre Qualifikation, also dass sie in der Weiterbildung dann die Moderationstechniken sozusagen schon genossen haben. Und dann ist das halt so, dass wenn man von Pflegekursen spricht, das auch durchaus in Ordnung ist. Da wird das ja nicht abverlangt. Okay. Aber es ist schon so, wie du sagst. Es wird in den Bundesländern von Kasse zu Kasse wirklich absolut unterschiedlich gehalten. Und das ist eben das, was ja eigentlich grundlegend verkehrt ist. Ich will es mal so sagen. Weil wir haben ja nur ein SGB 11 und das gilt ja bundesweit. Also das unterscheidet sich ja komischerweise nicht nochmal in den einzelnen Bundesländern. Aber es wird in den einzelnen Bundesländern alles unterschiedlich ausgelegt. Ne? Ja, mich nervt das, um das mal genau zu sagen. Ja. Und das ist ja auch nicht das, was der Gesetzgeber damit gewollt hat. Und natürlich hinterfragt man sich manchmal, was möchte der Gesetzgeber überhaupt? Mhm. Und dann ist es ja schön, dass man dann letzten Endes alles das, was man sich schwer erarbeitet zwischen den Zeilen mit juristischem Beistand, dann immer aus diesen Zwischenräumen sozusagen noch herauslesen muss, um überhaupt letzten Endes darüber aufzuklären, was es eigentlich ja bedeutet. Ja, dann sind wir auch wie bei uns jetzt auch mit dem Paragraph 45, das ist ein gesetzlicher Auftrag und eine Sollvorschrift. Und dann freue ich mich über diese Bundesländer oder über diese Pflegekassen, die dann tatsächlich sagen, wir haben einen gesetzlichen Auftrag, wir machen das, ohne dass sie uns irgendwas vorlegen müssen, weil der Versicherte eben Anspruch drauf hat. Ne? Und so ist es eigentlich richtig. Genau, das finde ich gut. Also zumindest unterstütze ich das auch. Das ist das richtig, wenn die Kassen das zulassen. Auf der anderen Seite finde ich auch richtig, dass Menschen, die beraten, eine grundsätzliche Qualifikation haben.
Also das finde ich auch wichtig. Und nicht einfach so mitgemacht und dabei gezählt, was ich irgendwann mal in irgendeiner Ausbildung gemacht habe. Weil wenn ich erlebe, was die Menschen unter Beratung verstehen, dann ist das in einem ganz, ganz hohen Prozentsatz, ich rede jemandem ein Kotelett ans Ohr. Und das ist eben nicht meine Vorstellung von Beratung. Von daher finde ich das schon gut, wenn auch auf die Qualifikation geachtet wird. So, das ist der Teil, ne, wo ich auch sage, ja. Und wenn du sagst, also 24 Stunden und dann habe ich in der Qualifikation auch die Individualschulung dabei, finde ich auf der einen Seite, wenn ich betrachte, wie viel Qualifikation müssen die Menschen ja eh schon machen, finde ich echt wenig, 24 Stunden. Ja, ja. Und okay, aber Hauptsache das, ich finde, um richtig beraten zu können, braucht sogar noch einen Schluck mehr als 24 Stunden. Auf jeden Fall. Also wir sind auch nicht davon erfreut, dass man sagt, dass es so wenige Stunden sind. Gut, wenn der Gesetzgeber das so vorgibt und sagt, wir haben so ein Grundmaß, dann kann man sich daran orientieren. Wir selber in unserem Unternehmen handhaben das nicht so in unserer Akademie. Wir haben eine Qualifikation von 40 Stunden, damit man Pflegeberater nach § 45 SGB 11 sein kann. Und selbst da sagen wir natürlich, es ist noch zu wenig. Mhm. Das hat einfach auch damit zu tun, dass man als Pflegeberater nach § 45, man hat zwar die Fachkraft, aber das ist das, was du sagst. Natürlich hat man die Fachkraft und man hat seine Erfahrungen, aber man muss ganz, ganz viel im Bereich SGB 11, SGB 9, SGB 12, SGB 5. Also das sind erstmal nur die Grundlagen, die ich voraussetzen muss, um überhaupt als Pflegeberater auch im § 45, und da spreche ich nicht nur von 7a, letzten Endes überhaupt erstmal tätig sein zu können. Und das muss ich auch voraussetzen, wenn ich in einem ambulanten Pflegedienst als Pflegekraft tätig bin oder als Pflegedienstleitung und weiteres. Das ist das, was du sagst, ne? Natürlich gibt es immer ein Alltagsgeschäft, aber es gibt auch das Geschäft, für das ich mich entscheide. Genau. Und wenn ich einen Schwerpunkt lege, dann muss ich diesen Schwerpunkt immer, egal was passiert, top aktuell weiter kommunizieren können. Und wenn ich das nicht kann, dann kann ich es nicht machen. Weil es geht nicht darum, im § 45 Leistungen zu verkaufen, sondern es ist ein wirkliches Instrument, um Menschen, ich sage das jetzt mal so ganz einfach eigentlich, aber genau das ist es eigentlich, um Menschen, die zu Hause pflegen und auch über viele, viele Jahre dort wirklich im höchsten Grade schwere Arbeit leisten. Das ist tatsächlich so, sei es körperlich, sei es aber auch psychisch, Unterstützung zu geben, ob Theorie oder Praxis. Und da kann ich nicht das machen, was du gerade gesagt hast, irgendwie ein Kotelett ans Ohr labern und irgendwie den Leuten irgendwas erzählen und eigentlich nicht mehr auf dem neuesten Stand sein oder diese Leistung auch dafür nutzen, um letzten Endes nur in den Verkauf zu gehen, aber niemals dafür zu sorgen, dass ich eben die Menschen zu Hause, die sich dafür zu entscheiden, Pflege zu stärken, weil die wollen ja einen Rat haben, die wollen vielleicht einen kleinen Weg gezeigt haben. Mensch, diese 45er, die kannst du ja je nach Bundesland, kannst du ja viermal im Jahr sogar machen, je nach Bundesland wieder. So, und je nachdem, wie die Situation in der Häuslichkeit ist, dann braucht es jemanden, auf den ich mich verlassen kann, der nämlich viel mehr weiß als ich und der mir Hilfestellung und Tipps gibt, je nachdem, wie sich die Situation jetzt gerade verändert hat in meiner Häuslichkeit. Richtig. Also ich glaube noch nicht mal, dass der 45er so stark genutzt wird, um Leistungen zu verkaufen. Ich glaube, dass es braucht zum einen das Grundfachwissen, was du sagst, aber auch sowas wie eine Moderation oder wie Fragetechniken. Wie schaffe ich es denn herauszubekommen? Wie ist denn die Wunschvorstellung? Wie wollen die denn leben? Und wie unterscheidet sich der Ist-Zustand jetzt von dem, wie deren Wunschvorstellung ist? Mhm. Also alleine die Kompetenz, die richtigen Fragen zu stellen, um dann auch zuhören zu können und dann auch noch ein kleines didaktisches Konzept umsetzen zu können auf der Basis dessen, was ich gehört habe. Das ist nicht mal in 24 Stunden zu lernen. Nee. Finde ich das zumindest. Nein, und das ist es auch nicht. Das ist ja eben das, ne? Ich muss die Ruhe und die Erfahrung dafür haben. Ja. Und du hast es eigentlich gerade schon so schön gesagt. Zuhören. Ja. Ich muss zuhören können und das muss ich als Pflegeberater aushalten können. Ja. Weil ich bin in einer Funktion da, die erstmal genau das ist. Zuhören.
Und dann geht es eben weiter, ne? Und dann kommt natürlich alles Fachliche auch dazu auf einer anderen Ebene. Ja, und das ist dann eben Pflegeberatung nach Paragraph 45. Und du hast ja auch schon gesagt, ne? Zeit. Man hat Zeit darüber und die wird einem auch gegeben. Und da spricht man eben auch durchaus von 90 Minuten bis zu 2 Stunden, die man pro Besuch für die Familien dort vor Ort in dieser Schulung auch aufwenden kann. Das heißt also, man sieht schon anhand der Zeit, wie intensiv das ist oder auch sein kann. Mhm. Und dass es eben nicht darum geht, tack, 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 hier sind ein paar Zettelchen und das kann man machen und so geht es dann irgendwie weiter. Ne? Mhm. Sondern da geht es eben um dieses Herausfiltern der einzelnen Schulungen oder Bedürfnisse, um dann entsprechend eben, ja, dieses, das ist eben ambulant vorstationär, da haben wir es eigentlich wieder, ambulant vorstationär letzten Endes dort sicherstellen zu können, ja. Die Tatsache, dass du sogar bis zu 2 Stunden an Zeit investieren kannst, wird ja auch anders vergütet als die 37-3-Gespräche, ne? Wie ist der Satz bei den 45ern? Also auch da ist es natürlich wieder so, ne, wir können es nicht pauschalisieren. Auch das wäre sicherlich eine schöne Geschichte. Ich sag mal, in der Regel, ich mache jetzt mal so einen Durchschnittswert, liegt das irgendwo bei, ich meine, irgendwas so zwischen 85 und 100 Euro pro Besuch, pro Beratung, pro Schulung. So können wir es sagen. Sag nochmal, 85 und 120, hast du gesagt? 100. Und 100. Zwischen, ja, so in der Regel. Das ist ein guter Durchschnittswert. Es ist mal mehr und es ist mal weniger. Aber das ist so, wenn man alles mal zusammenfasst von allen Kassen, ist das ein relativ guter Durchschnittswert, der pro Schulung in der Häufigkeit angesetzt werden kann. Okay, ist das abhängig davon, ob ich jetzt 1 oder 2 Stunden oder 90 Minuten da bin oder ist das ein Fest? Ja, ich habe das jetzt mal so pauschalisiert, auch so roundabout im Durchschnittszeit zwischen 90 Minuten passt das. Okay. Wohl. Mhm. Okay. Ja, also wenn man es im Vergleich dann zum 37,3 sieht mit 23 oder 33 Euro, ja, wo kein zeitlicher Wert ja hinterlegt ist, ist das sicherlich eine Steigerung, ohne Frage. Pflegekurse in der Gruppe muss man nochmal gesondert betrachten. Also dieser Wert gilt jetzt wirklich nur erstmal für die Individualschulung in der Häufigkeit und ist eben auch nochmal in der Finanzierung kassenabhängig. Also, aber letzten Endes sieht man daran schon, dass es auf jeden Fall eine etwas höhere Vergütung zum 37,3 auf jeden Fall gibt. Also du hast ja jetzt gerade gesagt, so maximal sogar 2 Stunden kann ich Zeit investieren. Wie wird das denn dann von der Kasse vergütet? Merkt man das denn da auch? Sind das andere Sätze als beim 37,3? Ja, also es sind schon andere Sätze als beim 37,3. Da liegt man ja bei 23 oder je nach Pflegegrad 33 Euro mit einer nicht definierten Zeit, die dort hinterlegt ist. Für diesen Besuch beim Paragraph 45 ist es so, wir müssen da unterscheiden, einmal in den individuellen häuslichen Besuch. Also das ist, wenn der Pflegeberater dort in die Häuslichkeit geht. Dort wird bei maximal 2 Stunden Besuchsfrequenz pro halbe Stunde abgerechnet. Ah, okay. So ist es zumindest in den meisten Verträgen auch geregelt. Mhm. Und pro 30 Minuten sehen die Verträge irgendetwas zwischen 21 und 25 Euro vor. Normalerweise ist in den Verträgen noch eine Fahrpauschale dazu geregelt, die also An- und Abfahrt, also diese Reisetätigkeit sozusagen regelt, die aber pauschalisiert geregelt wird. Dennoch gibt es einige Verträge, die das nicht pauschalisiert betrachten. Das heißt, es gibt eine An- und Abfahrtspauschale, die auch auf maximal 2 Stunden geregelt ist, plus noch zusätzliches Kilometergeld. Okay. Also das heißt, wir haben im Prinzip 3 verschiedene Verträge derzeit auf dem Markt, wenn man es so sehen könnte. Einmal den pauschalisierten Vertrag, wo eben wirklich all in geregelt ist, pro halbe Stunde, dass man auf 2 Stunden dann Beratungszeit kommt. Dann haben wir den Vertrag eben mit Beratungszeit pro halbe Stunde und An- und Abreise pauschal geregelt. Und der dritte wäre eben der mit Kilometergeld, An- und Abreisepauschale auf maximal 2 Stunden plus 2 Stunden Beratungszeit, a halbe Stunde. Oh, wow. Ja. Katja, das ist total wertvoll, was du uns erzählst. Mit dem Blick auf die Uhr, es ist schon jetzt eine Dreiviertelstunde vorbei. Es gibt ja die Möglichkeit, auch mehr von dir zu erfahren. Deswegen schlage ich vor, ich stelle dir jetzt noch eine einzige Frage, mit der quäle ich mich nämlich auch schon 2 Jahre rum. Und dann erzählst du uns zum Schluss, wo findet man dich?
Und dann kannst du auch von deinem Verein erzählen, okay? Ja, das mache ich. Das mache ich sehr gern. Also die Frage, die mich quält, ist im PSG 2 steht drin, dass es Qualitätskriterien geben sollte, Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche. Und zwar steht das in § 37.3 Absatz 5 und da die beziehen sich dann auf § 113. Und da geht es eben nicht um 7a, sonst würde es ja nicht im 37er stehen. Und deswegen die Frage, die sollte ja schon fertig sein zum 1. Januar 2018. Und meine Frage an dich als die Expertin, schläft das? Habe ich das verpasst? Ist da was an mir freigegangen? Nein, nein. Du hast weder was verpasst, noch ist irgendetwas an dir vorbeigegangen oder Sonstiges. Ich weiß, dass das letztes Jahr tatsächlich in aller Munde war und dass man über den § 37 Absatz 3 gesprochen hat, dass es dort neue Qualitätsrichtlinien geben soll, dass dort geguckt werden soll, dass sich gegebenenfalls das Beratungsprotokoll, was ja dort von der GKV und PKV immer gemeinschaftlich rausgegeben wird, verändern soll. Also kurzum, das ganze Ding sollte sich sozusagen einmal komplett wandeln. Auch ich habe Muster gesehen und viele Dinge gehört. Okay. So, und von dem Hören halte ich immer nicht so viel. Und es ist halt einfach tatsächlich so, dass auf Nachfrage es dort keine Änderung zum jetzigen Zeitpunkt anvisiert ist. Also der § 37.3 wird sich sicherlich immer wieder in Richtung, was sind Standards oder was sind Beratungsrichtlinien, wiederfinden. So, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo sind unsere Beratungsrichtlinien? Brauchen wir Beratungsrichtlinien? Und wenn ja, wie sollen sie aussehen? Das sind sicherlich Fragen, die man sich stellen muss. Es ist ein Besuch, der im Rahmen des SGBL festgelegt ist, der ist gut geregelt, wenn auch nicht gut finanziert. Aber er ist geregelt und es ist ja eigentlich nur eine Ist-Bedarfserfassung. Wir haben das jetzt alles ganz schön ausführlich auch besprochen, was es für Möglichkeiten einfach auch zusätzlich gibt. So, und von daher ist da nichts anvisiert. Aber, jetzt kommt das Aber, was ja anvisiert ist, und das passt natürlich auch zu dem, dass da steht oder dass du sagst, man sagt ja zum 31.07. diesen Jahres soll sich was verändern. Na, also das entsprechend dieser, nicht die Empfehlung des 37.3, sondern es wird die neue Richtlinie der GKV kommen. Das ist die Richtlinie für die Pflegeberatung nach § 7a. Ah, okay. Das ist die neu entwickelt wird, die derzeit bearbeitet wird und entsprechend durch die einzelnen Gremien natürlich nachlaufen muss. Die Stellungnahmen sind alle abgegeben, sodass man jetzt also schauen wird, wie ist es dort mit den einzelnen Qualitätskriterien, also wer darf Pflegeberatung nach § 7a machen, wie ist das, hatten wir vorhin auch als ganz wichtiges Thema, wie ist das mit der Weiterqualifizierung? Ne? Wird es also bestimmte Verpflichtungen geben für die Pflegeberater, sich entsprechend in einem bestimmten Zeitrahmen immer wieder qualifizieren zu müssen? Ja. Das sind die Dinge und die wird uns zu erwarten zum 31.07., also sprich mit Start zum 1.08. Okay, super also, Info. Ja, also das ist, denke ich, ganz wichtig. Das sollte man auch mit dranbleiben, dass da man weiß, wie entwickelt sich denn der Markt im Rahmen des § 7a. Mal so unter uns beiden. Hast du den Eindruck, dass die Kassen sich diese Beratung nach 7a wegnehmen lassen? Naja, sie ist halt sehr lastig, kassenlastig, ne? Und das sieht man auch in der derzeitigen Richtlinie natürlich, ne? Und wir hoffen natürlich einfach, und ich glaube, derer, die so wie wir seit 10 Jahren nichts anderes tun als Pflegeberatung und Pflegeberater auch in allen Bereichen sind und sich haben qualifizieren lassen, hoffen wir natürlich schon, dass sich das anders entwickeln wird, dass dieses Gebiet ausgeweitet wird, dass es eben nicht nur die Pflegeberater bei den einzelnen Pflegekassen, Krankenkassen, Stützpunkten und Kommunen sein werden, sondern dass natürlich auch der freie Markt, also sprich dort unabhängige Pflegeberater nach § 7a anerkannt werden und auch letzten Endes gemeinschaftlich mit den einzelnen Dienstleistern und Erbringern zusammenarbeiten können. Und darum begrüße ich natürlich auch, wenn dort eine Richtlinie entsteht und auch eine Maßstab, wie muss ich mich weiterqualifizieren, was muss ich nachweisen, dann bin ich die Erste, die hier schreit, weil ich, ja, wenn es daran liegt, dann eine Anerkennung zu bekommen, dann ist das
einfach wirklich, das ist, wäre schon sehr, sehr wichtig. Ne? Okay. Also von daher super. Bin ich ganz gespannt, was dann so die nächsten Monate noch passieren wird. Du bist ja immer ein Quell der wunderbaren Informationen rund um das Beratungsgeschäft. Du hast noch ganz, ganz, ganz viel mehr zu erzählen. Erzähl uns doch jetzt mal hier, wo findet man dich denn noch überall? Wo kann man mehr von dir oder von euch erfahren, bekommen, teilnehmen? Beitreten. Ja, genau. Genau. Auf der einen Seite, logischerweise, findet man mich natürlich bei der Firma Kompass, ne, in Osnabrück. Dort so bin ich eben für den gesamten Weiterbildungs- und Seminarsektor zuständig und gucke da natürlich immer, was ist so up-to-date gerade, also was brauchen die Berater mit dem Schwerpunkt einfach Pflegeberatung, was brauchen dort die Berater, und das sind eben an unseren Akademiestandorten in Berlin und in Osnabrück. Kann man eben dort entsprechend sich ja zu allen möglichen Themen, nicht nur zur Pflegeberatung, aber sicherlich dann eben auch Fortbildungsveranstaltungen, Seminare, sonstiges, entsprechend anschauen, anhören. Und teilnehmen. Das heißt, bei euch ist teilnehmen. Die Qualifikation genau. Pflegeberater gemäß § 45 drei Tage, oder? Oder zwei? Genau, vier Tage. Vier Tage. Vier Tage. Bei uns, bei der Kompass, ist sie tatsächlich vier Tage. Mhm. Wir haben uns da in diesem Jahr jetzt neu, also wir hatten normalerweise fünf Tage, wir haben uns okay. in diesem Jahr neu an die Richtlinie angepasst und haben das komplette inhaltliche Curriculum, also das Curriculum inhaltlich nochmal neu aufgearbeitet und einige Dinge verändert. Und jetzt ist es eben seit diesem Jahr vier Tage, à acht Stunden. Und macht ihr auch Inhouse-Seminare? Ja, also genau, okay. Inhouse-Seminare, okay. Ne, entsprechend auf die, ja, auf das, was eben gefragt okay. wird. Und das heißt bei euch, ihr habt die 40 Stunden, ne? 32 sind wir jetzt. 32 Stunden. 30. Okay. Ja. Durch diese Anpassung eben, ne? Ah, ja, das okay, ist, okay. Genau. Und mit diesen 32 Stunden kann ich die Qualifikation für Pflegekurse, aber auch individual Pflegeberatung nachweisen der Kasse. Genau, geben wir das auch zertifiziert raus. Wir sagen auch, es ist der Basiskurs. Es ist wirklich nur das Grundwerk, um das Zertifikat zum Pflegeberater gemäß § 45 erwerben zu können. Uh-huh. Bei uns ist es auch immer so, dass ein Abschluss gemacht werden muss, in Form einer mündlichen Abschlusspräsentation. Uh-huh. Nämlich dass genau das, was wir besprochen hatten, Moderationstechniken, gewisse rhetorische Dinge einfach dort wiedergespiegelt werden müssen, wiedergegeben werden müssen und dort entsprechend abgenommen wird und nach Beurteilung dann eben auch das Zertifikat auch erst erteilt wird, ne? Mhm. Sodass wir da einfach ja die Grundlagen dann in diesem Seminar erstmal in der Weiterbildung weitergeben und dann geht's danach dann ja eigentlich erst so richtig los, ne? Muss man ja auch immer sagen. Das heißt, in Inhouse-Seminaren sind wir natürlich auch durchaus da bereit, Unternehmen zu begleiten in der Implementierung der Pflegeberatung, in der Umsetzung, Durchführung. Ne? Also all in diesen kleinen Bausteinen, die sich jetzt vielleicht während unseres Gesprächs erstmal ganz leicht anhören, ja, wo man sagt, okay, ich mache die Qualifizierung, ich bin ja Pflegefachkraft und dann lege ich los. Und dann, das ist eben aber oft nicht so, weil gerade im Alltagsgeschäft eines ambulanten Pflegedienstes ist es eben so, dass Pflegeberatung nach § 45 untergeht. Er ist da eben nicht so präsent, die Pflegekraft macht das mal eben mit, weil sie ist ja vor Ort, aber es kommt dann eben nicht zum Weiteren, dass es, ja, wie man es dann eben leider immer ja machen muss, aber protokolliert wird und zur Abrechnung gegeben werden kann. Mhm. Und somit gibt es letzten Endes da keine weitere Finanzierungsmöglichkeit dann für den Pflegedienst. Ne? Okay, und wunderbar. Also ich verlinke alles das auch in den Shownotes und ich verlinke auch deinen Verband. Du hast einen Verband gegründet, genau. Ne? Ja, ich nicht nur alleine, sondern es ist halt einfach so gewesen, dass durch diese jahrelange Tätigkeit in diesem Sektor ich mit vielen interessanten Personen zusammengekommen bin und man natürlich immer, wenn man eben diesen Schwerpunkt hat, immer wieder überlegt, okay, wo finden wir uns wieder? Und es gab für uns nicht die wirkliche Möglichkeit, uns in bestimmten Strukturen wiederzufinden und so haben wir mit fast 20 Personen, die an dem Thema Pflegeberatung, Pflegesachverstand interessiert sind und waren zu dem Zeitpunkt letztes Jahr dann den Berufsverband für Pflegeberatung und Pflege e.V. gegründet
Und ja, ich bin eine der Glücklichen, die sozusagen dann in den Vorstand mitgewählt wurden und bin dort die Vorsitzende. Und mit meinen Kollegen, dem Herrn Henseleit und der Frau Kletzin, bilden wir sozusagen zu dritt den Vorstand. Und ja, sind insgesamt dann eben 9 Personen, die dort die Interessen der Pflegeberater, und das muss ich einfach so betonen, der Pflegesachverständigen vertreten. Wir sind eben kein Berufsverband, der sich im Rahmen von Leistungsvergütungsvereinbarungen für die ambulante Pflege oder stationäre Pflege, teilstationär beschäftigt, sondern wir möchten die Interessen der Pflegeberater vertreten. Wow. Okay. Und dort eben dieses berufliche Bild letzten Endes anders darstellen. Auf lange Sicht. Auf lange Sicht. Du nennst ja eure Kurse auch Beratung 4.0. Ne? Das weist ja absolut in die Zukunft und bei euch richtig. Ist man da immer an der richtigen Adresse. Ja, was ist denn dein Lebensmotto? Das ist eine gute Frage und das kann ich dir auch wirklich ganz gut beantworten. Und zwar ist mein Lebensmotto, mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück. Letzten Endes, es kommt nicht darauf an, wie lang es ist, sondern eigentlich, wie bunt und wie interessant es ist. Und inzwischen würde ich auch sagen, manchmal, wie leicht das Leben ist. Und das macht das Leben lebenswert. Das ist eigentlich mein Lebensmotto und meine Einstellung zu all den Dingen, ob beruflich oder privater Natur. Und nach all dem kann ich immer bloß sagen, ich würde alles immer noch wieder genauso machen, wie ich es heute mache. Wie so hätte ich es vor 20 Jahren gemacht und so würde ich es immer wieder machen. Man ist zwar weiser, so sagt man doch so schön, ne? Aber es ist gut, dass man mit 20 nicht die Erfahrung hat einer 40-Jährigen oder und von daher hat mich das alles so geprägt, wie es heute ist und mich dahin geführt, wo ich heute bin. Und du hast ja so schön gesagt, wo findet man mich überall? Alles, was zu diesem Thema ist, da wirst du mich auch finden. Und von daher, ja, das ist mein Lebensmotto. Es ist bunt, leicht und interessant. Das Leben ist wie ein Theaterstück. Ein Theaterstück. Es kommt nicht darauf an, wie lang es ist, sondern wie bunt es ist. Bunt es ist, richtig. Das hat mich ja auch, als ich dich das erste Mal gesehen habe, hat mich das ja sofort begeistert. Also mal jemand, der leicht und, was ist denn das Gegenteil von steif? Locker. Genau. Ja, das ist so. Ja. Und das ist ja auch nicht immer alles einfach. Und ich glaube, das weiß auch jeder. Und ich kann auch Pflege verstehen. Und ich selber bin doch auch Pflegefachkraft. Ne? Ich habe mein Examen gemacht und habe stationär und ambulant gearbeitet. Und ich kann Pflege wirklich verstehen, wenn sie überlegt, was sie anders machen kann und wenn sie andere Dinge möchte und anders anerkannt wird. Und wir wissen alle, manche Wege sind einfach wirklich total steinig. Aber man muss immer selber daran arbeiten. Und man muss manchmal die Brocken selber aus dem Weg räumen, damit es dahinter einfach wirklich leichter wird, yes, ne, und wieder bunter wird. Genau, leicht und bunt. Ich danke dir und sage nochmal herzlichen Dank dafür, dass wir jetzt leicht und bunt miteinander gesprochen haben. Ja, sehr schön. Danke. Guten Tag dir. Fand ich auch. Danke. Das war's für heute zum Thema: Gehören Pflegekurse auch zur Beratung? Es geht um die Pflegeberatung gemäß § 45 SGB 11. Du hast gerade den zweiten Teil gehört. Vielen Dank noch einmal an Katja Koch für die vielen wertvollen Informationen und für ihr Motto. Man muss manchmal selbst die Brocken aus dem Weg räumen, damit es dahinter wieder leichter wird. Wenn du auch den Eindruck hast, Brocken auf dem Weg wegräumen zu müssen, dann kannst du dir das leichter machen, wenn du an einem der nächsten Termine kollegiale Teamberatung online teilnimmst. Für Leitungskräfte in der ambulanten Pflege gibt es in jedem Monat einen kostenfreien Termin zum Ausprobieren. Die Infos dazu findest du auf meiner Webseite. Genau wie alle Informationen zu den Podcast-Folgen PA 57 und 58 zu den Themen Pflegekurse nach § 45. Geh einfach auf www.chc-team.com. Und jetzt sage ich, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist beim Podcast Pflegeambulant. Leichter beraten, verkaufen und führen. Bis dahin, mach dir deine Praxis leichter. Tschüss, deine Claudia Henrichs.